Das Tor des Monats März ist gewählt und es gibt einen klaren Sieger. In unserem Top-3-Rückblick seht ihr, wer es noch aufs Treppchen geschafft hat. Der dritte Platz geht an Matthias Hinrichsen für diesen Wurf aus dem Rückraum. Der Bad Schwartauer tunnelt seinen Gegenspieler gekonnt. Keine Abwehrchance für den gegnerischen Keeper, der den Ball erst spät sieht. Auch die Jugend mischt mit bei den Toren des Monats. Kim Schmidt, A-Jugendspieler der Frisch auf Göppingen, verwandelt fallend im Kreis mit dem Rücken zum Tor und landet damit auf Platz 2. Der klare Sieger im März, Robin Haller von der SG BBM Bietigheim. Der Torjäger verwandelt den Zuckerpass von Teamkollege Andi Blodig sehenswert per Kemper und steht mit diesem Treffer ganz oben auf dem Treppchen.